Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Und damit willkommen zurück zu The Witcher Wild Hunt. Mit einem neuen Ladescreen, wo wir immer so Informationen darüber kriegen, was gerade in einem Spiel passiert. Jetzt das ja mit Hendrik. Und der Informationen über Ciri herausfinden sollte. Und wir sind hier ja gerade auf dem Weg zur Taverne am Scheideweg. Mit Plötze und reiten da jetzt mal geschwind hin. Alter! Zu Atem kommen. Alle zusammen, Leute. Ja, nee, lass mal. Stufe 16. Ist klar. Nee, danke. Alter! Die lassen wir dann doch nochmal in Ruhe. Und kommen später wieder, da ist ein Wildhund. Aber auch die sind mir gerade egal. Das vielleicht nicht so hier. Oh Digga, warum zieht er immer die falsche Waffe erst? Und unsere Rüstung ist kaputt. Guck mal, für einen Wildhund braucht er eine ganz andere Waffe, ne? Und wenn du dann gegen beide kämpfen musst, ist scheiße. Boah, zum Glück, Alter. Boah, wir sind tot. Weil er die scheiß Waffen... Waffeln. Die scheiß Waffen wechseln muss. Mann. Ey, da kriege ich einen Reierkopf. Los, schnell, bind mich los. Ich weiß gar nicht, wer du bist, Hans Verdun. Ach, der ist hier gefesselt. Ach du Scheiße, ich speichere mal. Und wir reden erstmal. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Tja. Ich bind ihn einfach mal los. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Gut, ich helfe dir. Danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ich hoffe, das rächt sich nicht, mein Lieber. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech. Da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Aber er scheint eigentlich ein ganz netter zu sein, so auf den ersten Blick. Doof ist, dass unsere Rüstung kaputt ist. Also unsere Rüstungsplatte oben. Wie viel hat die denn noch? Die ganzen Teile müssen wir auch mal verkaufen. Ach so, hier. 48%. Was haben die anderen? 73, 85, 66, 96, 70. Könnten alle ein bisschen aufwerten. Bis auf die Hose vielleicht. Die hatte ja noch 96. Na gut, ich bind ihn einfach mal los und hoffe, das rächt sich nicht. Und jetzt reiten wir mal weiter zur Taverne. Am Anfang, eben von der Aufnahme, hat es doch, glaube ich, ein bisschen immer gehakt. Jetzt geht's gerade. Vielleicht ist das immer so ein Eingewöhnungs-
Bedarf. Sollte klein paar Sekunden Eingewöhnungszeit. Jetzt läuft es ja wieder flüssig. Was sehr schön ist natürlich. So, Taverne am Scheideweg. Da sind wir. Und hier haben wir auch ein Anschlagbrett, was gerade nicht nachlädt. Jetzt. Danke. Von der Tavernenwirtin. Die Getränke in der Taverne am Scheideweg werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nicht angeschrieben. Tauschgeschäfte gibt es auch nicht. Nahrungsmittel ausgenommen. Wem das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen. Darlene Anzet. Ach, schon wieder so ein Text. Nen Eveline Skyatel Marv Cam Abwet Öl ein Zet. Dargan Wort Uniet Nino. Imlada Dön Estet Es Kresa. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich finde, es hört sich sehr lustig an. Ich würde gerne. Also, wenn es diese Sprache wirklich geben würde, ich glaube, ich würde die lernen wollen. Ganz ehrlich. Eine Bitte. Gute Leute, da ich nichts anderes habe, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Bla bla bla. Ach, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Anzeige. Ihr seid hiermit gewarnt, dass jeder, der mit einer produzierenden Milchkuh verpflichtet ist, diese vor dem Wochenende nach Krähenfels zu bringen. Auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der erhält auf der Stelle 50 Peitschenhiebe. Und wir nehmen ihm weg, was wir tragen können. Wer Leute meldet, die Milchkühe verstecken, bekommt einen Sack Getreide. Feldwebel Adal. Warnung, Herrhörerin. Wer in den Wäldern Leckereien findet, wie zum Julfest, also Ingwerkuchenäpfel mit Honig, das hatten wir auch schon. Der soll das nicht essen oder so. Genau, die wurden nicht wiedergesehen. Also manche Nachrichten sind doppelt. Ich werde wahrscheinlich auch während des Let's Plays doppelte Nachrichten mal vorlesen, weil ich ja nicht jeden Tag aufnehme und mir das merken kann. Aber das wusste ich jetzt noch. Vermisst, Mickel. Mein Bruder Mickel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. Okay, das ist was für eine Quest? Der vermisste Bruder. Schauen wir mal eben rein, welche Stufe das ist. Das ist doch hier. Ach so, das ist ein Hexerauftrag, genau. Stufe 33, ja, natürlich. Die machen wir mal eben. Kein Problem. Nee, wir folgen jetzt einfach mal der Hauptquest hier und gehen mal in die Taverne rein. Frag in der Taverne am Scheideweg nach einem Agenten namens Hendrik. Okay. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Gibt es hier irgendwie was? Da ist Bruno. Den brauchen wir momentan noch nicht. Da gehen wir später. Ganz, ganz, ganz viel später hin. Der Tavernenwirt und Bauern. Ach, guck mal, mit denen können wir reden. Schönen Tag, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Ich bin neu hier. Bist du Hendrik? Bist du Hendrik? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Bis dann. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Ja, dann viel Spaß dabei. Sauf dich ordentlich voll. Ist auf alle Fälle viel los hier. Können wir mit der Bäuerin so reden nochmal? Ich habe ein paar Fragen. Nee, okay. Bis dann. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken... Das kennen wir ja schon. So, Tavernenwirt, hast du uns was vielleicht zu sagen? Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken.
muss verschwinden. Zur Hintertür raus! Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Zeit für Entscheidung. Hau ab oder stirb. Ich bin ein Hexer, etwas Schnaps. Komm, wir laden sie ein. Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Nach Novigrad? Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Wer seid ihr? Was soll die Frage? Ich weiß einfach gerne, mit wem ich trinke. Genau wie du. Wir sind Männer des Barons. Und du bist in seinem Land. Ein Baron herrscht in dieser Gegend? Der muss ja Nerven haben. Die Kaiserlichen hier scheinen ihn keinen Deut zu scheren. Obwohl sie immer mehr werden. Der blutige Baron ist kein aufgeblasener Sprössling aus reichem Haus. Also, nein. Der pisst sich beim Anblick eines schwarzgeflügelten Kopfs nicht voll. Das ist ja interessant. Unser Baron ist Baron, weil wir das so wollen. Und wenn das jemandem nicht passt, dann soll er es nur sagen. Ja, Prost, ne? Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der auch... Eine Runde, sagtest du. Das war sie. Und jetzt zieh Leine. Ja, okay. Ganz ruhig bleiben. Beende das Gespräch mit dem Wirt über den Agenten namens Hendrik, okay? Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Okay, Such in Heidfelde nach dem Agenten namens Hendrik. Wo geht's denn hier raus? Hier vorne, ne? Ja. Habt ihr gehört, ihr versteckten Schwein? Alles Lügen, Herr. Tatsächlich? Schauen wir uns mal um. Hast du eine junge Tochter? Lol, ich wollte da rein. Suchen, wo du willst. Eines Tages kannst du sie nicht mehr verstecken. Hörst du? Und du wirst zusehen müssen, wie jeder Kerl in dieser Einheit sie ins Koma fickt. Das war's schon? Mehr hast du nicht? Das ist alles. Herr, ich schwöre beim Grab meines Kindes. Hier, ist das. Danke, Herr. Ihr nützt niemandem was, wenn ihr verhungert. Fertig. Kann ich hier aufsteigen? Nee, schade. Oh. Okay. Wo ist denn Plätze? Ach, lauf doch nicht gegen Schild. Hier ist Plätze.
Hat er nicht gesagt, hinterm Hügel wohnt der? Und jetzt sind es 600 Schritt? Wo ist denn das? Ja. Hä? Das muss doch hier sein, irgendwo. Wird nicht angezeigt, anscheinend. Na gut. Reiten wir so hin. Hey. Einmal speichern und hier hoch. Langsam. Irgendwie hier runter. Und hier ist Wasser. Ah, das ist eine Brücke hier, oder? Ja, da kommen wir rüber. Mal schauen, dass wir hier einen Weg finden. Was ist hier? Möge sein Blut über mich kommen, aber nicht über die Kinder. Guten Tag. Guten Tag. Okay, das ist sehr interessant. Er läuft gegen das Pferd. Sein Ernst? Cool, dass die auch Fackeln rausholen. Find ich nice. Gerade ist es 0.24 Uhr. Regen wird angezeigt. Es regnet. Schnell ab, sofort. Es regnet aber gerade gar nicht. Was ist das? Banditen. Keinen Schritt weiter. Sonst gibt es noch eine Leiche. Was machst du da? Was man eben macht auf dem Land. Ernten. Bin gerade von Weizen auf Schlachtfelder umgestiegen. Alter Schwede. Die Leichen sehen frisch aus. Ein paar von den Männern haben gerade noch gelebt, stimmt's? Ja, stimmt. Waren verwundet, aber am Leben. Heiler hätten ihnen helfen können. Aber hier sind keine Heiler. Nur wir. Ja, nur Diebe und Mörder. Du gehst mir langsam auf die Nerven und das mag ich nicht. Jungs, wie Alter, ich hab gar nicht... Wow. Was ist los? Level 6, das ist nicht so geil. Vor allen Dingen, weil die auch anscheinend kontern. Und das einige sind. Alter Schwede, das sind wirklich einige. Müssen wir ein bisschen hier auf Feuer gehen. Alter. Ja, ja, die Kämpfe, die sind zu Beginn echt noch krass. Auch, wow, der kommt einfach hergerannt. Brenne! Sohn einer Ziege! Aua, Alter. Bleib ruhig. Oh. Alter. Was ist los? Komm schon, komm näher. So, ich kann ja auch blocken. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Boah, Alter. Was zum Teufel? Ja. Brenne, du Sack. Aua. Scheiße. Oh. Fuck. Boah, die sind stark noch. Wann habe ich denn gespeichert? Zum Glück habe ich eben gespeichert. Das war ja hier relativ in der Nähe. Alter, Alter. Die halten natürlich auch noch viel aus, ne? Aber die blöden Penner will ich jetzt eigentlich noch machen. Wer weiß, ob die später noch da sind. Ich muss... mehr das Schutzschild nehmen. Ich glaube, Feuer ist auch ganz cool. Aber bringt's nicht immer. Schneller. Bringt es leider nicht immer. Deswegen
Probiere ich es jetzt noch mal einmal mit dem Schutzschild. Ich werde davor speichern, dass wir nicht wieder den ganzen Weg hier ablaufen müssen. Das ist ja ein bisschen nervig. So, einmal speichern. Einmal absteigen. Einmal Schutzschild schon mal aktivieren. Verschwinde von hier! Einmal speichern, einmal reden. Zu mir, Jungs! Oh! Ja, so viel zum Reden. Ich habe den aus Versehen geplündert. Und jetzt greifen die mich an. Die Säcke. Ich muss einfach immer den starken Angriff machen. Die Schildtypen sind doof. Dein Arsch gehört mir. So. Boah, hey, geh weg. Vor allen Dingen, der hat keine Rüstung an, ja. Der läuft hier in Unterhose rum. Aber hält richtig viel aus. Also was heißt richtig viel, aber... hält schon was aus. So. He is dead. Was ist los? Ah, die blocken, die blöden... Aua. Ah, Level 6, ne? Der blockt natürlich gut. Aber den kriegen wir. Fehler. Immer noch. Was ist los? So, haben wir die doch gleich. Ich habe gerade jetzt nicht so viel geredet, um mich mal zu konzentrieren. Sollte ich vielleicht auch weitermachen. Aber das dürfte es gewesen sein. So, weg mit dir. Oh, ich finde diese neue Kampfmusik geil. War früher das da nicht bei solchen Kämpfen. Finde ich geil. Oder war sie früher auch schon da? Ich weiß es nicht. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Und bei so einer geilen Musik könnte ich mich eigentlich dran erinnern. So, die sind aber erstmal tot. Haben die irgendwie eine Waffe, die besser ist? Die haben Scheuklappen. Das ist nett fürs Pferd. Ansonsten... alles schwächer, ne? Nee, hier, ein Maribora Schwert, plus 4. Dann nehmen wir das, könnten wir sogar eine Rune reintun, da kommen wir aber auch erst später zu, da haben wir noch gar keine einzige. Und dann würde ich sagen, sammeln wir hier noch die zwei Zahnblüten auf, zwei Zahnblüten. Und die Hundspetersilie. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Witcher Wild Hunt.